Wir wissen ja, dass viele Systeme jetzt zur Schwelle zur künstlichen Intelligenz stehen. Nicht alle können das. Und viele fragen natürlich, wie kann man Aktionen automatisieren? Ja, ChatGPT ist ja immer noch manuell bedienbar, aber es gibt Umgebungen wie Zapier, was wir hier haben, oder Zapier, ein Automatisierungstool. Ich habe hier mal auf Deutsch übersetzt, dass man die Seite besser lesen kann. Und ich habe eine Testversion hier, die ich jetzt 14 Tage evaluieren kann. Und das ist ganz interessant, weil wir können jetzt zum Beispiel mal schauen, was es da alles so an Möglichkeiten gibt. Und diese Automatisierung, die heißen SAPs übrigens. Also es gibt hier praktisch noch keine SAP, die jetzt bei mir erstellt worden ist. Wir werden jetzt gemeinsam eine Automatisierung erstellen. Und dabei Personio ist schon einer von den 6000 Anwendungen, die hier integriert sind. Personio wird mir als Triggerpunkt nehmen, also ein neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit angelegt. Und dann werden in der Abfolge von der KI Dinge getan, die dann automatisiert durchlaufen. Und das Interessante dabei ist, die KI wird nun verschiedene Inseln verbinden. Also diese Systeme werden nicht nur intern eine KI haben, sondern es gibt eine übergeordnete KI, die dann zum Beispiel zwischen Applikationen, ähnlich wie das bei Microsoft, auch PowerPoint, Excel und so weiter, in der 365, M365 Suite macht. Aber wir machen es übergreifend. Ja, LinkedIn ist zum Beispiel auch ein Kanal, gerade für Marketing, der sehr interessant ist. Ja, und das geht alles ohne Programmierkenntnisse. Und das schauen wir uns einfach mal an. Ja, ich habe hier als Start die Möglichkeit, einen SAP zu erstellen und klicke da einfach mal drauf. New SAP. Da ist er. Und jetzt ist die Frage, was würde ich gerne tun? Ja, und ich sage einfach mal, ich möchte Onboarding eines neuen Mitarbeiters, der in Personio, schreibe ich mal groß, angelegt wurde und Info über Slack, also über Slack ans Team. Das kann über Microsoft Teams genauso erfolgen. Dann Erweiterung einer Liste in Excel, die halt irgendwo liegt, möglicherweise, wenn wir M365 nutzen. Und anschließend Begrüßung ans Team, und zwar auf der Unternehmensseite mit einem Post, dass jetzt ein neuer Mitarbeiter an Bord gekommen ist. Und das mache ich einfach mal als Prompt hier rein und generiere jetzt mal, nur ohne dass es mehr Informationen da sind, diesen Prompt und versuche jetzt mir diesen SAP aufzubauen. Schauen wir mal, was da passiert. Er baut jetzt auf und man sieht sofort, ich habe hier die Möglichkeit, hier unten diese Schritte zu sehen, was jetzt das SAP hier machen würde. Erstmal Personio, einen Mitarbeiter anwählen, dann gibt es eine Kanalnachricht und so weiter. Und jetzt kann ich auch probieren, sie ausgehen. Und der Workflow wird mir wie von Zauberhand eben angeboten. Ja, und ich sehe jetzt in dem Falle, ich kann es hier draufklicken, habe jetzt meine Verbindung zu Personio, könnte mich jetzt hier einloggen, was ich jetzt aber nicht machen werde, und kann jetzt sagen, was soll in dieser App eigentlich geschehen. Und zwar, hier gibt es verschiedene vordefinierte Aktionen, die über die Konnektoren auch schon vordefiniert sind, die ich einfach auswählen kann. Und ich kann sagen, wenn ein neuer Mitarbeiter dann beginnt, das ist der Triggerpunkt, das ist der Startpunkt dieses Ablaufs der KI. Und dann kann ich jetzt weitergehen an Slack. Logischerweise muss ich mich in die ganzen Systeme einloggen, dass es funktioniert. Ich werde es aber auch hier nicht tun, sondern ich kann nun sagen, ich möchte verschiedene Sachen tun, wie zum Beispiel eine Kanalnachricht senden, oder kann mittels der KI natürlich auch über ein weiteres Prompt nun überlegen, was ich damit mache. Ich könnte zum Beispiel den Lebenslauf mir anschauen des neuen Menschen dort, könnte da ein paar Sachen rausholen, könnte so ein kurzes Resümee senden an den Slack, wo dann alle Führungskräfte informiert werden, wo das Team informiert wird und so weiter. Oder eben auch andere Outputs. Das muss jetzt nicht Slack sein, das kann auch ein ganz anderer Bereich sein. Ich kann über jeden Punkt hier weitere Schritte hinzufügen, wie man es ja sieht. Und dann, ja, wir Microsoft Excel verbinden. Das bedeutet auch wieder über die Cloud reingehen. Deswegen, wir brauchen cloudfähige Systeme. Diese On-Premise-Systeme werden es nicht mehr machen können. Und kann jetzt zum Beispiel sagen, was gibt es hier in Microsoft, und kann sagen, ich möchte zum Beispiel eine Zeile hinzufügen und kann entsprechend, wenn ich über Fortfahren gehe, das auch alles testen. Ich gehe mal drauf, na gut, ich muss mich jetzt einloggen, damit jetzt die gesamten Testverfahren durchlaufen werden, was da genau zu machen ist. Und ganz am Ende gehe ich auf LinkedIn, sage entsprechend hier LinkedIn verbinden. Auch da brauche ich logischerweise den Zugriff und habe dort die Möglichkeit zu sagen, ich möchte zum Beispiel eine Unternehmensupdate erstellen und möchte dort, und das kann man auch wieder mit dem Prompt von ChatGPT zum Beispiel aufbauen lassen, ich dem hier zwischendrin einen weiteren Schritt hinzufüge und könnte über ChatGPT
ChatGPT, GPT, da ist es zum Beispiel, bestimmte Sachen machen lassen und könnte dort sagen, ich möchte zum Beispiel irgendwelche Gespräche erstellen auf Basis von irgendwelchen vordefinierten Dingen. Das heißt, das ganze System startet mit der Anlage eines neuen Mitarbeiters in Personio. Dann geht es weiter in den Slack. Dann wird meine Excel-Liste dann vervollständigt. Dann wird mir ChatGPT aufgrund den Daten eine wirklich wunderbare LinkedIn-Nachricht auf der Unternehmensseite, eine Begrüßungsseite aufbauen und den neuen Mitarbeiter begrüßen. Das sind nur so wenige Dinge, die wir machen können, wenn wir so anders denken. Das heißt, die Systeme der Zukunft werden nicht mehr so sein, wie wir die heute haben, gekapselt, sondern wir müssen gucken, dass wir Konnektoren haben, die einen solchen übergreifenden Workflow auch zulassen. Das alles, neue Ideen, das gibt's bei uns. Das ist die HR-Arbeit der Zukunft, weil wir werden sehen, dass die Daten zwar noch bei euch im Unternehmen bleiben, aber die gesamte Logik, die wird sich woanders bewegen. Und zwar werden wir die alle verbinden über die KI, über solche Systeme und kommen zu komplett neuen Workflows, die von Kunde zu Mitarbeiter zu allen möglichen Punkten geleiten und meine gesamten Systeme updaten, ohne dass ich mir noch viel über Schnittstellen Gedanken machen muss. Und bleibt dran, wenn ihr Lust habt, da mehr drüber zu erfahren. Das ist unsere Expertise bei Permanent. Okay, die Frage war noch offen. Wie kann man Zapier und das Persona verbinden? Dazu gibt es ein Marketplace, wie ihr hier seht, mit ganz vielen Möglichkeiten. Dativ, Microsoft Teams und so weiter. Und da kann ich nach Zapier suchen. Und dann sieht man in dem Falle, welche Funktionsweise dabei ist, wie es installiert wird. Man sieht die Einrichtung und die Berechtigung und kann schon sehen, welche Daten zum Beispiel gelesen werden von dem System. Und das Preismodell übrigens kann man hier über die Testversion auch nochmal anfassen. Also sehr, sehr einfach. Ich kann jetzt natürlich auf die Installationsanleitung gehen, kann sofort das verbinden. Hier oben gehe ich mal auf den Knopf verbinden. Da kann ich die Zugangsdaten generieren und schon habe ich über die API auch Zapier verbunden. So einfach geht das. Und wenn ihr in Zukunft sich euch über bestimmte HR-Systeme mal informiert, dann schaut auch, dass diese Möglichkeiten des Interworkings mit dabei sind. Also APIs sind sehr, sehr wichtig. Diese Programmierinterfaces dort, dass man wirklich nahtlos mit verschiedenen Systemen zusammenarbeiten kann. Und solche Dinge, das machen wir bei Permanent bei uns. Das ist unsere Expertise, um da neue Lernmethoden, Arbeitsmethoden, Workflows zu definieren und das ist übergreifend über verschiedene Produkte. In diesem Sinne viel Spaß beim Austesten.